Currently, the situation with regard to European air defense is really not very good. Over the past years, this has not been a priority. Mit der European Sky Shield Initiative bringen wir Staaten Europas zusammen, um gemeinsam den Schutz vor ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen zu erhöhen. Seems to be rather divided opinions in Berlin and Brussels on whether aero could be integrated into NATO's architecture. Pourquoi on est obligé encore d'acheter trop souvent américain? Parce que les Américains ont beaucoup plus standardisé que nous et qu'ils ont eux-mêmes des agences fédérales qui massivement subventionnent leurs industriels. Minister Pistorius und Generalsekretär, NATO-Generalsekretär. Also die Auffassung von Macron scheint die zu sein, wir sind nicht so in Eile, dass wir jetzt auf Brückentechnologien setzen müssen, sondern wir können warten, bis das fertig ist, was wir in Europa entwickeln. Davon sind wir und etliche andere nicht überzeugt.